hier sind wir bei Feio jetzt gelandet. Das sind die wahnsinnig tollen neuen Gimbals, die wir da sehen. Das mit dem Page ist ein Zubehörteil. Ansonsten das Gimbal selber sehen wir hier unten angebracht und hat inzwischen, das sieht man ja schon an der Kamera, die dran ist, eine Tragkraft von über 4 Kilo. Das ist natürlich enorm. Es gibt dann auch noch eine Menge anderer Features. Das sieht man hier ganz gut. Das ist der kleine Bruder, der AK2000. Der hat dann eben hier das Display, an dem man, wie das gewohnt ist, alle Sachen auch entsprechend gut verstellen kann. Das ist dann, wenn es nicht in dieses Cage integriert ist, natürlich kommt das da unten dran. Und man kann hier alle Einstellungen sehen, die man vorgenommen hat. Das ist also eine wirklich deutlich bessere Sache. Man kann hier auch die Fokussierung vornehmen. Und anders als wenn man das eben über die Kamera macht, kann man das hier sehr, sehr fein und weich übergängig machen. Das heißt, wir haben im Prinzip das Produkt so, haben wir alle Sachen, die wir dann eben entsprechend ausmachen. Hier gibt es zwei Varianten, wie gesagt, einmal das 4000 und einmal das 2000 und der Unterschied vorrangig ist die Tragkraft. Einmal sind es 4 Kilo und einmal 2,5.